Hallo Leute, willkommen bei den Scooterhelden. Es ist wieder Newstime und es ist auch wieder Elektroscooter-Zeit. Nachdem mein Video vom Neo Kickscooter so gut ankam, habe ich mir gedacht, ey geil, wir machen mal so ein wöchentliches Format und reden mal über die Neuheiten. Neuheiten gibt es tatsächlich auch, denn einer meiner Lieblingsscooter, der Ninebot G30D, vielen ist das Video auch bekannt. Wer das noch nicht gesehen hat, dem blende ich das Ganze nochmal gerne ein. Der bekommt jetzt nochmal einen kleinen Bruder. Den G30LD. G30LD soll in den nächsten 2 Monaten auf den Markt kommen, also auf den deutschen Markt, mit Zulassung, sprich Fahrbar ab 14 Jahren, nicht schneller als 20 km/h. Und das Ganze zu einem bezahlbaren Preis. Freunde, 699 Euro und damit 100 Euro günstiger wie bisher. Und es gibt zu diesem Roller auch schon ein Video von Ninebot Segway. Das gucken wir uns jetzt gleich mal gemeinsam an. Und dann lasst uns mal ganz kurz über die Eckdaten reden, denn ich habe hier schon so ein paar Daten vor mir liegen, die ich euch gerne kredenzen möchte. Also schauen wir uns mal gemeinsam das Video an zum G30LD. Yes, also was mir schon mal auffällt, andere Farbe, Leute, andere Farbe. Nicht mehr dieses Anthrazit, sondern das sieht ja schon eher so gräulich-weiß aus und dann auch mit orangenen Zierstreifen, was jetzt hier die Räder betrifft. Okay, wir gucken mal weiter. Ja, Mann. LED-Frontbeleuchtung ist wie gehabt, also der G30LD sieht eigentlich genauso aus wie der G30D. L könnte jetzt hier auch für Light stehen, weil er im Endeffekt auch vielleicht ein Ticken leichter ist und auch ein bisschen weniger Akkuleistung mitbringt. Aber zu den Daten kommen wir gleich. Die machen sogar für die Reflektoren Werbung. So geil, ey. Macht man für einen Reflektor Werbung? Ich weiß nicht. Yes, das ist wichtig, Freunde. Das ist richtig, richtig wichtig. Charging Options, 1,7 Ampere und 5 Ampere Fast Charger. So, jetzt ist natürlich 5 Ampere Fast Charger ist not included. Okay, also nicht enthalten. Die musst du dann separat bestellen. Und das, was ich jetzt zumindest erstmal lesen konnte, war zumindest die Tatsache, dass wohl wieder ein Ladegerät integriert sein soll. Also hier steht integriertes, einfaches und schnelles Laden. Könnte jetzt bedeuten, dass wir wie beim G30D ein integriertes Ladegerät haben und nur noch den Stecker ranstecken. Kann aber auch genauso gut bedeuten, dass ihr einen 1,7 Ampere Charger bekommt, den ihr dann ganz normal an die Steckdose tüdeln müsst. Weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Okay. Und auch hier fällt mir schon wieder auf, alles klar, es ist alles gleich. Es ist wirklich alles gleich, bis auf die Tatsache hier links. Das ist eine integrierte Klingel. Okay, könnte jetzt vielleicht bei unserem deutschen Modell nochmal ein bisschen anders aussehen, aber guckt man sich das Display an und wahrscheinlich auch die Konnektivität mit der App wird sich da nicht so viel getan haben. Auch wieder 3 Fahrstufen, Geschwindigkeit bis 20 km/h und dann kann man über diesen Knopf per Doppelklick dann auch die einzelnen Fahrstufen variieren. Ja, zeigt er. Bereifung, auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Was haben wir hier? Eine 10 Zoll Bereifung. Das ist eine schlauchlose Bereifung, wie beim G30D, die dann quasi innenseitig wieder mit so einer Gellage versehen ist, dass wenn man sich was einfährt, der Reifen sich selbstständig wieder verschließen soll, sodass man erstmal weiterfahren kann, bevor man dann in die Situation kommt, dass man selber den Reifen wechseln muss, beziehungsweise wechseln lassen muss. Auch ein Riesenthema in Deutschland, kotzt mich mega an in dem Fall. Ihr habt ja 2 Jahre Garantie auf dieses Fahrzeug, das finde ich auch voll cool, mega, ja. Und ihr müsst das Fahrzeug, wenn ihr es reparieren lassen wollt beim G30D und das wird beim G30LD auch nicht anders sein, jedes Mal zu einer externen Firma schicken und die machen dann quasi diese Wartungs- und Reparaturarbeiten auf Garantie. Die machen aber auch Reparaturen, falls ihr mal einen Reifenwechsel braucht. Also ich hatte gerade erst den Fall, dass ich einen Reifen benötige für so ein G30D, sogar 2-mal den Fall jetzt und ich habe keine Reifen ranbekommen. Also im Internet gab es tatsächlich keine zu kaufen und als ich bei Segway direkt nachgefragt habe, hat man mir gesagt, nee, ihr müsst das Fahrzeug einschicken und ich habe gesagt, das ist doch nicht kundenfreundlich. Kundenfreundlich wäre, ihr schickt mir einen Reifen, ich repariere das, der Kunde ist in 2 Tagen wieder mobil. Nein, einschicken dauert dann mal entspannt 14 Tage, 3 Wochen, wenn du Pech hast, wenn viel los ist, wir sind gerade in der Saison. Das fand ich ehrlich gesagt nicht so cool und ich hoffe natürlich, dass Segway Ninebot auch sich mal so ein Video hier anguckt und sagt, ey ja, okay, eine gewisse Ersatzteilversorgung muss einfach auch für die Händler gewährleistet sein, damit auch wir die Möglichkeit haben, dem Kunden relativ schnell zu helfen. Weil wie willst du es einem Kunden jedes Mal erklären, ja sorry, du hast einen Reifenwechsel, nee, müssen wir jetzt einschicken, dauert 14 Tage, 3 Wochen. Ich habe jedes Mal Arschkarte, ich werde jedes Mal gebürstet von den Kunden, das nervt mich total ab, ja. Aber ich kann auch nichts dafür, nur dass ihr es schon mal gehört habt.
Okay. Yeah, yeah, schau dir mal den Ninebot an, yeah. Der sieht so richtig cool aus, Mann, damit hast du Fun. Ja, yeah, damit fährst du durch die City, richtig cool, yeah. Du bist ein Hippie, yeah. Nicht nur für jung, sondern auch für alt. Mit dem Roller fährst du gern mal durch den Wald. Ja, der hat zwar keine Federung, doch der geht richtig ab. Mit dem hast du Spaß. What the... Yeah. Oh, ein bisschen rappen geht auch. Ja, jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Bereifung ein. Da wird das Ganze nochmal erklärt. Yeah. Legal in Deutschland. Da haben wir die Bremse. Dualbremse wahrscheinlich wieder. 20% Steigung. Da geht was, Freunde. Yeah. Haben wieder keine Federung verbaut. What the fuck? Warum baut die keine Federung in die Kiste ein? Ist ja geil, dass das Ganze so eine Stahlrahmenkonstruktion hat, aber warum baut die keine Federung ein? Ist doch nicht so schwer, da hinten mal so ein Dämpferbein einzubauen, damit die Kiste ein bisschen bequemer wird. Super bequemes Fahren, gar keine Frage, aber sobald du auf unebenen Straßen unterwegs bist, Kopfsteinpflaster und dergleichen, macht das auch keinen Spaß mehr. Yeah. Easy to fold. Okay, das ist ja wirklich... Ja, ein Handgriff, das Ding ist umgeklappt. Yes. Und da steht da jetzt der Ninebot Max G30LD. Ganz kurz nochmal für euch die Eckdaten und dann machen wir auch gleich weiter. Also, der G30LD wird in den nächsten 2 Monaten auf den Markt kommen. Kostet 699 Euro, Fahrbar ab 14 Jahre, 20 km/h. Maximale Reichweite 40 Kilometer, das bedeutet natürlich auch, dass der Akku etwas kleiner wird wie bisher. Motorleistung, Motor ist hinten, Brushless 350 Watt, da wird auch wieder rekuperiert, das finde ich bei den Brushless Motoren immer ganz geil. Also wenn du bremst, wird auch gleich Energie zurückgewonnen, ist aber auch eigentlich ein Marketing-Gag, wie weit kommt man wirklich damit, müsste man echt mal einen Test machen. Ja? Ich lese jetzt hier, dass wir insgesamt 367 Wattstunden haben, Antrieb hinten, Bremse vorn, einfaches Falten, Blasöz, das habe ich schon alles erzählt, 10 Zoll Bereifung, 6,5 Stunden ist wohl hier die Ladezeit. Bla, Stoßdämpfer gibt es keine, Beleuchtung wie gehabt, Tempomat nein, ist klar, gibt es auch nicht bei den Fahrzeugen, hat man dann irgendwann abgeschafft. Wichtig nochmal, Motor IPX5, ja, und der Korpus, das ist also sprich das, was drumherum ist, IPX7. Ja, IPX7 ist ja kurzwelliges Untertauchen und IPX5 ist ja dann schon Strahlwasser. Fest in dem Fall. Das ist ja schon mal wichtig. Das heißt, ihr könnt echt bei jedem Wetter auch mit diesem G30LD fahren. Und jeder, der mein Video kennt vom G30D, wo ich durch so tiefe Pfützen geballert bin, ja, der Roller fährt heute noch. Ist wirklich überhaupt kein Problem. Ja? Farbe habt ihr gerade gesehen, gibt es dann in diesem wunderschönen Grau-Weiß mit orangenen Zierstreifen an den Felgen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Das war es eigentlich schon zum Ninebot Max G30LD. Witzig, ich bin gespannt, wenn das Ding auf den Markt kommt, werden wir es auf jeden Fall testen. Jetzt gibt es aber auch genau im gleichen Zeitraum einen Wettbewerber, der auch auf den Markt kommt. Yeah, Freunde! Und jetzt let's rock! Schaut mal hier, ich möchte euch schon mal vorab vorstellen, der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört, den Kalle Touring. Ich durfte ja schon den Kalle testen an sich. Ja, es gibt ja Kalle und Emma in so einer kleinen Version zu einem relativ schmalen Kurs. Ich glaube, da geht es auch ab 600 Euro los. Und da habe ich auch ein Video zu gemacht, da habe ich den Kalle auch einmal versenkt. Und die Jungs von Trittbrett haben mir gesagt, ey, wir bringen eine Touring-Version raus. Und ich so, ja, endlich eine Touring-Version, geil, 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 geil. Mit richtig Druck, richtig Leistung und das Ganze zu einem relativ vernünftigen Preis. Der wird wahrscheinlich irgendwo zwischen 7,99 und 8,99 liegen. Ich will mich noch nicht festlegen, es gibt auch noch keine ganz genauen Daten, aber ich habe schon mal die ersten Bilder für euch. So sieht also dieser Kalle Touring aus. Und das ist für mich auch ganz klar ein Wettbewerber zum Ninebot Max G30D und vielleicht auch zum G30LD. Ja? Es gibt ungefähre Daten zu dem Fahrzeug und die will ich mal ganz kurz ansprechen. Ihr seht schon von der Größe her, ist das Teil schon ordentlich proportioniert. Ja? Ich gehe mal eins weiter. Großes, breites Trittbrett. Wir haben eine große Bereifung. Um genau zu sein, ich lese das mal ganz kurz nach. Eine 11 Zoll schlauchlose Bereifung. Warte mal, wo ist er denn jetzt hier mit der Kamera bitte? Geh mal bitte hoch, 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 hoch. Da ist mein Gesicht. Ja, fokussiere mal mein Gesicht. Da, jawohl. 11 Zoll Bereifung. Und jetzt kommt der größte Unterschied. Der Motor soll vorne sein. Und das ist ein Bosch-Motor. Mega. Und als ich den Kalle schon Probe gefahren bin, sprich den kleinen Kalle, da ist mir schon aufgefallen,
Alter Falter, das Ding hat ja richtig Bums. Und die Jungs sind detailverliebt. Und detailverliebt meine ich, ey, überall steht dann diese Firma Trittbrett drauf, beleuchtetes Logo, hier die Griffe, unten Trittbrett an sich, sah auch mega cool aus. Das Teil war robust, ich habe noch den Prototypen getestet und habe mir gedacht, dieser Bosch-Motor geht ja ordentlich ab. Erster E-Scooter mit Bosch-Motor tatsächlich in Deutschland sind Kalle und Emma, die jetzt gerade auf den Markt kommen. Da gibt es auch in den nächsten 4 Wochen das Update. Da werden die Teile hoffentlich endlich ausgeliefert. Und innerhalb der nächsten 2 Monate kommt auf jeden Fall dieser Kalle Touring raus. Und jetzt kommt's. Pfui in der Nacht. Wir haben nicht nur einen Frontantrieb, wir haben auch 48 Volt. Yes! Endlich! Nicht mehr 36 Volt, 48 Volt. 48 Volt ist schon mal geil. 48 Volt geht nämlich genau in die Richtung von... Ihr wisst es, Iohawk Legend. Das ist so die Größenordnung, über die wir jetzt sprechen, die aber noch mal ein bisschen teurer ist. Denn der Motor, auch ein Bosch-Motor, wird dann 500 Watt Leistung haben. Freunde der Nacht. Und wenn der genau so einen Bums hat, dann bin ich mal gespannt. Dann wird es da oben nämlich interessant. G30D, Kalle Touring und Iohawk Legend. Das wird eine total interessante Nummer in dem Fall. Ja? Und wenn ihr euch das jetzt hier mal anschaut, was die Bremsen betrifft, was den Lenker betrifft, wir haben auch wieder eine starre Lenkerkonstruktion, die kann man jetzt hier nicht einklappen oder dergleichen. Der Lenker an sich ist auch nicht in der Höhe verstellbar, finde ich auch gut, was Vibrationen und Schwingungen betrifft, falls man mal out of order ist. Ja. Wir haben 2 Bremsen, großes Display, hier Gas und hier wird das Ganze dann vermutlich eingehakt. Hier ist dann noch die Klingel. Okay, cool. Hier unten Licht. Klar, da ist der Hebel, um das Ganze umzuklappen und dann sehen wir hier schon diese große, breite 11 Zoll Bereifung. Ja, das wird richtig nice. Und dann hast du richtig Platz hier auf dem Schinken. TB kündigt schon an. Trittbrett. Trittbrett. Ja, geil. Geil, geil, geil. Weiter geht's. Wir gucken mal ganz kurz weiter. Ja, von hinten auch ziemlich fresh durchdesignt, muss ich sagen. Beim Frontantrieb, ja, muss man einfach mal gucken, was so die Steigung nachher sagt. Wenn du vorne keinen Druck drauf hast, dann hat der Frontantrieb ja immer die Tendenz, dass er natürlich sich auch nicht unbedingt eingräbt und bei Bergen so seine Schwachstellen hat, wenn du nicht genug Druck auf den vorderen Lenker ausübst, damit du den Berg auch hochkommst. Also Frontantrieb, Heckantrieb, das wird auch nochmal ganz interessant, wie nachher da die Vergleiche sind, ja. Vom Akku her ist noch nicht so viel bekannt. Ich kann euch nur sagen, es soll irgendwas zwischen 15 und 20 Amperestunden kommen. Das wäre auch genau die Größenordnung vom G30D und natürlich auch vom Iohawk Legend. Schön finde ich aber einfach nur, dass die noch einen schönen saftigen Bosch-Motor bringen. Ja, einen mit richtig Druck, 48 Volt, 500 Watt. Da passiert dann auch ein bisschen was. Ja? Wir haben auch eine Scheibenbremse, die man jetzt hier an der Stelle nicht sieht. Die ist normalerweise dann hier auf der gegenüberliegenden Seite. Zumindest habe ich hier Bilder, wo das so abgebildet sein soll. Scheibenbremse vorn, Scheibenbremse hinten. Kann sich aber vielleicht alles noch ändern, weil ihr seht schon, das sind hier immer so Prototypenbilder. Ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Blinker. Ich hatte irgendwie gehört gehabt, dass der Kalle Touring vielleicht mit Blinkern ab Werk ausgeliefert wird. Kann aber auch sein, dass es Blinker optional gibt. Allerdings muss ich sagen, dass ich jetzt auf den Bildern überhaupt nichts erkennen kann, dass hier Blinker verbaut werden sollten oder sind. Es bleibt also spannend. Auch das Thema Akku ist ein ganz wichtiges. Eingangs wurde mir die Information zugetragen, dass es sich um ein modulares Akkusystem handeln soll, dass man also den Akku gegebenenfalls rausnehmen kann. Gut, wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte, finde ich, ist es auch nicht schlimm. Wir haben nämlich genügend Power und wahrscheinlich auch Reichweite um die 60 Kilometer, sodass man sagen kann, alles klar, ich packe ihn dann an die Steckdose, 4 Stunden ist die Ladezeit, Thema erledigt. Modular wäre aber cool und würde sich vor allem auch abheben von der Konkurrenz. Ich habe mit den Jungs auf jeden Fall gesprochen und ich habe gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn ich den Kalle Touring als einer der ersten testen dürfte. Ja? Nachdem ich euren anderen Kalle da schon ins Wasser geschmissen habe, wird Zeit, dass wir den richtig durchprügeln. Antwort war, ja, gucken wir mal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wir schauen mal. Das wird nice, das wird nice. Ja, mega. Also von der Größe her nochmal ganz kurz. Ich gebe euch nochmal ein paar Eckdaten. Also Akku hatte ich schon gesagt, 15 bis 20 Volt, 48 Volt, 500 Watt Motor Front Bosch. Reku, ja, nein, weiß ich noch nicht, werden wir sehen. App, ja, nein, weiß ich noch nicht, werden wir sehen. Maximale Zuladung, 120 Kilo. Haha! Und da ist der Ninebot Max G30D raus, denn der kann nur 100 Kilo. Iohawk Legend kann auch 120 Kilo, das ist schon mal geil. Ladezeit, 3 Stunden, da soll es auch ein schnelleres System geben. Weiß ich nicht, ob die da auch mit 5 Ampere arbeiten, mit Sicherheit. Dann haben wir noch die Geschwindigkeit, auch klar, 20 bis 22 km/h, das ist wie gehabt, zugelassen für die Straße. Es wird 2 Modis geben, einmal den normalen Modus und einmal diesen Turbo-Boost-Modus, den habe ich ja schon ganz hart beim Kalle gefeiert in dem Fall. Steigungswinkel, sagen die hier 20 Grad, 20 Grad sind ungefähr 35, weiß nicht, 36%, das ist so. Das ist schon ordentlich. 2 hydraulische, jetzt kommt, ja, lese ich es gerade nochmal, 2 hydraulische Scheibenbremsen. Kennt ihr einen mit hydraulischen Scheibenbremsen da draußen?
Wenig, ganz, ganz wenig Fahrzeuge haben das tatsächlich. Kommt das nicht? Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Ja, Rahmenmaterial Aluminium, 11 Zoll schlauchlose Bereifung, Länge 117 cm. Auch das ist so das Gardemaß, was die irgendwo jetzt mittlerweile alle haben. Produktgewicht ca. 19 Kilogramm und IP67. Das ist staubdicht und spritzwassergeschützt. Das heißt, ihr könnt auch bei jedem Wetter mit dem Teil dann fahren. Was ist im Lieferaufwand enthalten? Klar, der Scooter, eine Handyhalterung, Bedienungsanleitung, ABE, Ladegerät, Schraubenset, Imbusschlüssel, Ventiladapter. Vollständig, würde ich dazu mal sagen. Warte, wollen wir die Kamera hier wieder einstellen? So, komm mit. Jetzt. Also, ganz klar, dieser Kalle Touring, der auch in den nächsten 2 Monaten hoffentlich auf den Markt kommt, super, super interessant. Und auch für euch sicherlich interessant, hier mal die Maße zu sehen. So, das sind so diese Produktbilder, das ist so dieses Vordesign. Hier seht ihr mal, wie das aussieht, wenn das Teil wahrscheinlich eingeklappt ist. Hier sieht man es auch nochmal sehr schön. Das wäre jetzt hier wahrscheinlich die Höhe. Da muss man dann natürlich auch mit dem Auto immer gucken. Hier sieht man schon, ne, die Scheibenbremse auf der anderen Seite. Die Maße an sich. Also super interessant. Bitte nagelt mich nicht auf diese Daten hier fest. Das sind Vorabbilder, da kann sich immer noch mal was ändern in der Serienversion. Das Fahrzeug ist noch nicht auf dem Markt. Wir werden aber versuchen, einen Prototypen von diesem Kalle Touring zu bekommen. Und was wird das? Warte mal, ich verstehe gar nicht, warum der hier ständig versucht, da unten zu fokussieren. Ja, so. Und was wird das für ein geiler Vergleich, ganz ehrlich, wenn wir den Kalle Touring, den G30D und den Iohawk Legend vielleicht gegeneinander antreten lassen. Ah, das wird gut. Das wird gut. Ich freue mich schon riesig drauf. Ja, das sind jetzt erstmal die Neuheiten in den nächsten 1 bis 2 Monaten, was das Thema kompakte E-Scooter betrifft. Wobei kompakt hier nicht ganz zutrifft. Um die 20 Kilo wiegen die allesamt. Muss man also gucken, kriegt man die Teile eigentlich noch mitgenommen. Aber Preise sei es unter 1000 Euro. Das ist schon mal wichtig. Fahrbar ab 14 Jahre und zugelassen auf deutschen Straßen. Yes! So, das war's jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wetter ist die Woche scheiße. Ich wollte eigentlich noch ein Video machen, aber vielleicht verschiebe ich das mal auf nächste Woche. Ich muss auch mal ein bisschen downsizen. Weißt du, wenn du nämlich die Woche 3 Videos machst, bist du ganz schön am Arsch. Ich führe hier auch noch ein Unternehmen. Aber es gibt ein neues Format. Das wird super interessant. Ich verrate noch nicht so viel. Aber es geht darum, dass ich euch mal zeigen möchte, was passiert eigentlich hinter den Kulissen. Nennt sich dann Inside Scooterhelden. Ab nächste Woche gibt es dann für 4 Wochen jede Woche eine Folge Inside Scooterhelden. Die ist auch ein bisschen länger. Geht dann so in Richtung halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Super interessante Themen. Das erste Thema für Inside Scooterhelden ab nächste Woche wird sein, wir pimpen eine TC Max. Und warum wir die pimpen? Wieso, weshalb, warum? Vor allem auch, das verrate ich euch in Inside Scooterhelden nächste Woche. Und wenn das Wetter noch gut sein sollte oder werden sollte diese Woche, schaue ich, dass ich natürlich noch das MQI GT Video 70 km/h für euch drehen werde. In dem Selfie-Guerilla-Modus mit der GoPro auf der Brust geht es dann auf die Straße und wir testen natürlich am Olympiastadion und überall Steigung, Reichweite und Co. Also dranbleiben, genießen, Glocke aktivieren, abonnieren, klicken, liken und dabei sein. So, das war's. Bis zum nächsten Mal.